Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunftsnah, dem Magazin für Perspektiven und Regionalität der Stadtwerke Jena Gruppe. Ja, es ist heute nur noch schwer vorstellbar, aber vor nicht einmal 20 Jahren wurden in Jena noch Häuser abgerissen, um Wohnungsleerstand zu vermeiden. So wurde an der Kreuzung Erlanger Allee Kastanienstraße, also genau hier hinter mir, ein Hochhaus dem Erdboden gleichgemacht. Glücklicherweise haben sich die Zeiten geändert, denn nun errichtet Jena Wohn an genau dieser Stelle ein neues Wohn- und Geschäftshaus. Der erste Hochhausneubau in Jena seit 30 Jahren entsteht an exponierter Lage am Eingang zum Lobtepark. Im Februar erfolgte der erste Spatenstich, im Juni nun die feierliche Grundsteinlegung. Auf Jena Wohnen liegen mit dem ersten Bauprojekt dieser Art seit der Wende hohe Erwartungen. Und nicht zuletzt auch eine nicht unerhebliche Verantwortung. Denn natürlich will heutzutage kein Mensch mehr einen Plattenbauklotz im Stile der 70er oder 80er Jahre gebaut sehen. Der geplante Bau soll in Formsprache und Stil Maßstäbe setzen und sich trotzdem in die Umgebung einpassen. Bereits im jetzigen Baustadium lässt sich erkennen, dass sich der Neubau deutlich von den umliegenden Hochhäusern unterscheiden wird. Die diagonale Ausrichtung soll eine Verbindung zwischen der Lobte Burg und dem Lobte Park darstellen. Dieses Diagonale ist quasi wie so ein Kreuz, ja? Wenn ich irgendwas sage, hier mache ich ein Kreuz. So ganz bildlich hat dieses Gebäude diesen etwas kreuzförmigen Grundriss, der sich in diesen Stadtraum stellt. Und mit dieser Drehung und mit diesem Verweis auf quasi diese grüne Achse aus den Bergen zum Park als ein zentrales Moment, wird das Gebäude verwurzelt an dem Ort. Es ist einzigartig, wenn man so will, und hat eine Identität. Und gleichzeitig wird es eben zeichenhaft. Das Gebäude bekommt eine Außenhaut aus Metall und Glas. Die unterschiedlichen Nutzungsbereiche grenzen sich optisch voneinander ab. Das 10-geschossige Wohn- und Geschäftshaus wird eine Gesamtnutzfläche von ca. 5.800 Quadratmetern haben. Das Universitätsklinikum wird der Ankermieter werden und den Großteil der Gewerbeflächen nutzen. In den drei oberen Etagen, die sich baulich von den unteren Etagen absetzen, entstehen auf 650 Quadratmeter 6 Panoramawohnungen mit gehobener Ausstattung und dementsprechenden Mieten. Der Entwurf kommt vom Planungsbüro Kister Scheithauer Großarchitekten aus Leipzig. Sie setzten sich mit ihrer Idee gegen 4 andere Architekturbüros durch. Natürlich gab es bei der Entscheidungsfindung auch unterschiedliche Ansichten zu dem durchaus gewagten Entwurf des Leipziger Architekturbüros. Es gab Meinungen, die sagten, das muss ich einfügen. Und wir waren aber der Meinung, wir möchten hier gerne ein Zeichen setzen. Wir möchten hier gerne etwas Neues schaffen. Wir möchten gerne auch diesen Aufbruch, der in diesem Stadtteil in den letzten 20 Jahren stattgefunden hat. Man muss es wirklich so sagen, die Transformation, die nach der Wende erstmal mit den großen Leerständen eingesetzt hat, aber dann jetzt mit diesem Aufschwung, der in dieser Stadt da ist und an dem Lobeda einfach auch aufgrund der vielen Wohnungen, die hier sind, einen großen Anteil hat. Da wollten wir ein Zeichen dafür setzen, dass das hier möglich ist und dass wir hier auch ein Gebäude bauen können, was architektonisch anspruchsvoll ist und auch dieser Zeit der 10er Jahre entspricht, das war unser Ziel. Deshalb haben wir uns diesen Entwurf rausgesucht. Die Projektkosten belaufen sich auf etwa 15,2 Millionen Euro. Geht es wie im bisherigen Bautempo weiter, soll der Neubau Ende 2019 fertiggestellt sein. In Anbetracht der knappen Bauflächen und der hohen Nachfrage nach Gewerbe- und Wohnräumen soll dieser erste Hochhausneubau seit der Wende in Jena nicht der letzte bleiben. Wir erleben das ja jetzt auch im Moment bei den Planungen am Eichplatz, dass da jetzt Hochhäuser geplant werden. Im Moment wird ein Hochhaus diskutiert in der Frauengasse, also am Eisenbahndamm. Ich glaube, wir sind in dieser Zeit angekommen. Und wenn ich anschaue, in welcher Liga wir jetzt auch mit diesen Bauvorhaben angekommen sind, dann sind wir auch da wirklich deutschlandweit sehr weit vorne dran. Und ich denke, wenn wir da mutig vorangehen und hier auch nicht nur ein Hochhaus, sondern vielleicht 10, 12, 14 Hochhäuser bauen, an der richtigen Stelle, das will ich ausdrücklich dazu sagen. Und ich denke, im Stadtzentrum ist die richtige Stelle. Man kann sich das auch in der Bachstraße noch vorstellen, in meinen Augen. Dann denke ich, ja, das ist das erste Hochhaus, hoffentlich von vielen Hochhäusern, denn Fläche ist knapp und wir wollen auch schon mit diesen Flächen umgehen und an dieser Stelle wollen wir das zum Ausdruck bringen. Wollten Sie schon immer mal wissen, wie Rohrleitung oder die Kanalisation überprüft werden oder wie die zukünftige Infrastruktur der E-Mobilität in Jena aussehen könnte, dann sollten Sie sich nichts für den 25. August vornehmen. Denn da laden die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck zum Tag der offenen Tür.
Der Jenaer Energieversorger öffnet am 25. August von 10 bis 16 Uhr in der Rudolstädter Straße 39 für alle Interessierten Türen und Tore. Bevor für die Besucher aber ein Blick hinter die Kulissen geboten werden kann, müssen im Rahmen mehrerer Planungstreffen wichtige Details und Abläufe geplant werden. Auf 6 Etagen und im Gelände wird für alle Gäste nicht nur reichlich zu sehen sein, sondern auch ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm warten. Während sich die Kleinsten an der Strombaustelle, auf Experimentierstraßen oder dem Bungee-Trampolin ausprobieren können, wartet auch der Technikpark mit einigen Highlights auf. Wir haben einen großen Technikpark, wo unsere Technik ausgestellt wird. Kamerawagen, in dem man halt in den Kanal fahren kann mit einer Kamera, wo eben der Abwasser guckt, wo sind Löcher drin oder so. Und dann gibt es Bagger und wieder einen großen, eine Hebebühne, wo man 10 Meter in die Höhe fahren kann. Darüber hinaus werden auf dem gesamten Areal nicht nur Informationen zu Hausanschlüssen und den Stadtwerken Energie verfügbar sein, auch der Nahverkehr und Jena Wohnen stellen ihre Arbeit vor und informieren über Ausbildungsplätze und Karrierechancen. Wieder mit dabei sind auf der Vereinsstraße auch zahlreiche Partner und Vereine aus der Region, die ihre Angebote vorstellen. Einen thematischen Schwerpunkt des diesjährigen Tages der offenen Tür bildet das Thema Fahren mit Strom. Wir haben unsere Elektroautos da, wir werden Probefahrten anbieten können, wir geben Informationen zur Ladeinfrastruktur, Ladetechnik. Und dann natürlich die Förderprogramme Jena Klima Plus. Das Programmheft für den 25. August wird ab Mitte Juli in der Stadt ausliegen und sowohl online als auch in der Main Jena App verfügbar sein. Nachdem der Tag der offenen Tür zuletzt 2016 auch bei Temperaturhöchstwerten zu begeistern wusste, rechnen die Veranstalter auch in diesem Jahr mit bis zu 2000 Besuchern. Der Eintritt ist wie immer frei. Einen spannenden Tag erleben und dabei noch etwas lernen, das ermöglicht die Verkehrsschule beim Jena Nahverkehr. Allein in diesem Jahr lernen dort 46 Kindergartengruppen mit insgesamt 700 Kindern, wie sie sich richtig in Bus und Bahn verhalten. Wir haben eine von ihnen dabei begleitet. Bus und Bahn fahren kann jeder? Vielleicht. Aber besser ist es, schon von klein an genau zu wissen, was man beachten sollte. Dafür gibt es die Verkehrsschule. Wir haben uns mal angeschaut, was genau man dort so alles lernen kann. Unter der Anleitung von Rolf Fiedler und Bianca Kubelke wurden 8 Jungen und Mädchen über das Gelände geführt. Dabei erhielten sie nicht nur einen Blick hinter die Kulissen des Jenaer Nahverkehrs, sondern lernten auch noch etwas dazu. Zur Verkehrsschule wird den Kindern beigebracht, wie sie sich in Straßenbahn und Bus verhalten sollen. Weil man sieht das, sie kommen aus dem Kindergarten, das Schulalter beginnt, sie kommen in die Schule, also mit Schulranzen. Und da gibt es Tarifbestimmungen, da gibt es auch Sicherheitshinweise in Form von Piktogramm. Und wir vermitteln den Kindern das eben in dieser Verkehrsschule vom Kindergarten, bevor sie in die Schule eintreten. Die Kinder zeigten sich sehr wissbegierig und stellten fleißig Fragen, zum Beispiel nach den Piktogrammen oder warum man in Bus und Bahn nicht essen und trinken darf. Auch das richtige Verhalten beim Ein- und Aussteigen, das Aufstehen für Ältere, Schwangere oder Menschen mit Einschränkungen und das Lösen eines Fahrscheins waren Thema. Und natürlich durften die wichtigsten Regeln nicht fehlen. Cool bleiben, Abstand halten und immer gut festhalten. Die Verkehrsschule des Nahverkehrs schließt an die Verkehrserziehung in den Kitas an. Der Höhepunkt des Tages war eine Rundfahrt über das Gelände. Für die Kinder setzte sich an diesem Tag sogar der Chef selbst ans Steuer des Busses. Andreas Möller hat auch schon Erfahrung mit dem Lenken eines solchen Gefährts. Das habe ich tatsächlich schon gemacht, bin auch schon richtig im Linienverkehr unterwegs gewesen. Ist natürlich was ganz Besonderes, die kleinen Kinder zu befördern. Sie sind, wenn sie hier in Begleitung sind, sehr aufmerksam, hören sehr gut zu und lernen auch sehr viel. Allerdings, wenn sie dann im täglichen Schulverkehr unterwegs sind, kommen ja viel, viel mehr Einflüsse auf sie zu. Und da ist es sicherlich noch mal ein Stückchen aufregender, dann so viele Kinder zu befördern. Bei der Rundfahrt erfuhren die Kinder, wie sie sicher stehen und sitzen, falls der Bus einmal plötzlich bremsen muss. Zum Schluss wurde ihnen noch gezeigt, warum der richtige Abstand zur Haltestelle wichtig ist und warum man sich nicht direkt an die Bordsteinkante stellen darf. Die Kinder hatten sichtlich Spaß und haben dabei auch noch viel gelernt. Und auch den Mitarbeitern machte es viel Freude, den jüngsten Fahrgästen des Jenaer Nahverkehrs zu zeigen, wie sie sicher Bus und Bahn fahren können. Sommer, Sonne, Badestrand, das gibt's nicht nur an der Ostsee oder am Mittelmeer. Auch das kühle Nass des Schleichersees lädt jung und alt zum Schwimmen ein. Was vor vielen Jahrzehnten noch die Kiesgrube der Familie Schleicher war, ist heute das Südbad der Jena Bädergesellschaft. Und natürlich geht auch am Schleichersee nichts ohne Schwimmmeister.
Wir stellen Ihnen heute einen der vielen Schwimmmeister vor. Traumberuf Schwimmmeister. Für Philipp Hesse beginnt der Arbeitsalltag ganz unspektakulär. Er steigt ins Boot und rudert zur Insel auf dem Schleichersee, um dort nach dem Rechten zu schauen und sauber zu machen. Der Fachangestellte für Bäderbetriebe, so seine korrekte Berufsbezeichnung, ist seit 2013 nach einer Umschulung an Bord. Früher war er Soldat bei der Bundeswehr. Bevor die ersten Badegäste kommen, nimmt der 30-Jährige Wasserproben im Kinderbecken. Jeden Morgen die gleiche Prozedur. Kontrolliert werden der pH-Wert und der Chlorgehalt. Dreimal am Tag müssen die Werte ermittelt werden. Ist alles in Ordnung, werden die Becken freigegeben. Auch vergessene Sachen der Badegäste sind ein Fall für den Schwimmmeister. Werden sie nicht abgeholt, kommen sie ins städtische Fundbüro. Damit die Kleinsten ihren Spaß haben, repariert Philipp Hesse auch die Spielgeräte am Sandufer und stellt neue auf. Er und seine Kollegen sind so etwas wie die guten Seelen der Bäder, umgangssprachlich auch Bademeister genannt. Zu ihren Aufgaben gehört es auch, mehrmals am Tag die Wassertemperatur zu messen. Neben der Lufttemperatur ist das ein Service für die Badegäste. Philipp Hesse macht Dienst in allen Freibädern der Jena Bäder- und Freizeitgesellschaft. Den Schleichersee mag er besonders. Ja, man muss hier nur herkommen. Das ist eine Kulisse wie im Urlaub. Wunderschön, dieser See, wenn die Sonne drauf scheint und der Strand dazu. Wirklich herrlich. Wirklich da arbeiten quasi, wo andere Urlaub machen. Das ist wirklich traumhaft. Aber es ist halt auch eine sehr, sehr hohe Verantwortung. Also es ist eine riesen Wasserfläche. Tausende von Besuchern haben wir hier regelmäßig. Es ist halt eine hohe Verantwortung, aber die macht den Beruf auch aus. Der Schleichersee hat viele Stammgäste. Einer von ihnen ist Volker Arzt. Man kennt sich und redet über die Welt und das Wetter. Vor 30 Jahren entdeckte er das Schwimmen und das Südbad für sich. Der heute 68-jährige Jena kam nach einem Bandscheibenvorfall zum regelmäßigen Schwimmen. Volker Arzt zieht zwischen Mai und September fast jeden Tag seine Runden im Schleichersee. Außerhalb der Freibadsaison besucht er das Galaxy. Schwimmen ist zu seiner Leidenschaft und das Südbad in mehrfacher Hinsicht zum geliebten Ort geworden. Es sind drei Dinge. Das erste ist diese große Wasserfläche. Selbst an heißen Sommertagen mit über 3000 Badegästen hat man kein Problem, seine Bahnen in Ruhe zu schwimmen. Das zweite ist diese wunderbare Umgebung, einesteils mitten im Grün gelegen, andererseits aber auch, obwohl Großstadt, im Zentrum der Stadt gelegen, von allen Seiten gut erreichbar, auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das dritte ist das Personal. Das Personal, also die Schwimmmeister, die sehr aufmerksam, entgegenkommend, sehr freundlich sind, aber auch das technische Personal, insbesondere das Personal, was diese ganze Anlage hier pflegt und in Schuss hält. Im Wonnemonat Mai wurde am Schleichersee mit 11.800 Gästen ein Besucherrekord aufgestellt. Ein guter Start in die Badesaison 2018. Die Schwimmmeister haben immer ein Auge auf das Geschehen im und am Wasser und tragen große Verantwortung auf ihren Schultern, damit Sommer, Sonne und Badestrand eine sichere Sache sind. Naturschutz als Lebenserfahrung, das ist die Philosophie der Siermann Naturranger. Das Team Jena hat sich dabei besonders dem Schutz von Orchideen und Fledermäusen verschrieben. Und bereits die Jüngsten werden hier zu kleinen Welterkundern. Was man nicht alles entdecken kann, wenn man mit offenen Augen durch die Natur geht. Das frühe Sammeln von Erfahrungen im Freien gehört zu den Grundzielen der Siermann Naturranger. Das Team Jena beschäftigt sich beim Erleben der Natur in der Region vor allem mit dem Fledermaus- und Orchideenschutz. Schon den Jüngsten wird mit spielerischen Aufgaben und dem direkten Kontakt mit der Natur Wissen vermittelt. Beim Austausch mit den kleinen Nachwuchsrangern wird deutlich, wie unverfälscht und besonders der Blick der Kinder auf ihre Umwelt ist. Mit Kinderaugen Natur erleben ist was ganz Tolles. Unreflektiert, direkt. Und dazu kommt dann noch dieser Artenreichtum, den sich die meisten gar nicht bewusst sind, den wir auf dieser Saale Ilmenplatte haben. Von Rudelstadt bis nach Camburg, von Jena bis nach Weimar, haben wir wahrscheinlich eins der artenreichsten Gebiete Deutschlands.
Und das wirft natürlich das Problem auf, diesen Schatz zu erhalten, zu bewahren. Und das geht im Prinzip nur, indem man schon jetzt an die Zukunft denkt, also an die Kinder. Und die kleinen Naturranger sind mit Begeisterung bei der Sache. Denn nur wer Pflanzen und Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet, kann helfen, ihre Lebensbedingungen zu erhalten. Zum Schutz der Fledermäuse werden beispielsweise in gemeinsamen Projekten artgerechte Fledermauskästen aus unbehandeltem Holz und mit einer bestimmten Form gebaut. Die Kinder lernen, welche Gegebenheiten die 17 Fledermausarten, die in Jena heimisch sind, bevorzugen. Besonders Spaß macht mir, dass man kreativ Informationen aufnehmen kann. Ich möchte ja später Autorin werden. Und wenn man in der Natur ist, sammelt man auch so viel Fantasie auf, dass man dann eigentlich auch schon so ganz viel Geschichten schreiben kann. Und zwar nicht nur auf Papier, sondern auch im Kopf. Wie jeder Verein sind auch die Sielmann Naturranger auf finanzielle Unterstützung für ihre Vorhaben angewiesen. Ein zuverlässiger Partner sind seit vielen Jahren die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck. So konnten bereits zahlreiche Projekte zum praktischen Natur- und Umweltschutz initiiert und umgesetzt werden. Unter anderem Maßnahmen zum Fledermausschutz, Zugvogelbeobachtungen und heimatkundliche Erlebniscamps für Kinder. Und was gibt es Schöneres, als Kinder schon früh für die Natur zu begeistern? Liebe Zuschauer, das war sie schon, unsere aktuelle Ausgabe von Zukunftsnah, dem Magazin für Perspektiven und Regionalität der Stadtwerke Jena Gruppe. Ich hoffe, wir konnten Sie ein wenig unterhalten und würde mich freuen, wenn Sie auch zu unserer nächsten Ausgabe wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut.